Hallihallo, ihr lieben Sportenthusiasten. Es ist soweit, es ist Topspielprognosenzeit. Zweite Liga haben wir am Start und nicht nur die zweite Liga, sondern auch den Schnappi. Hallihallo. Hallo, schönen guten Abend. Nappind. Jawohl. Und wir haben das Topspiel der zweiten Bundesliga, 20.30 Uhr mit dem ersten, nee, der erste ist es nicht, mit FC Schalke 04 gegen den ersten FC Nürnberg. Jawollo. Ja, und wer hätte es gedacht? Der Dortmunder, der liebe Schnappi, nimmt die Schalke. Ja. Und meine Wenigkeit nimmt die Klubber. Ja. Schauen wir doch mal, na, damit man weiß. Tja. Was soll man sagen? Nürnberg, momentan auf Platz 10 mit 37 Zählern. Ja, und Schalke Platz 13. Und natürlich immer noch im Kopf, oh Gott, Abstieg. Abstieg ist immer noch so ein Ding. Nicht nur, dass er aus der ersten Liga in die zweite Liga ist. Es könnte ihnen theoretisch und auch praktisch auch drohen für die zweite Bundesliga, beziehungsweise dass sie in die dritte absteigen. Das will man natürlich für so einen Club vermeiden, weil das wäre natürlich ein absolutes Unding. Ja, aber möglich ist es. Ne? Also von daher, man soll es nicht so weit. Wäre aber natürlich für so einen Traditionsclub verheerend, wenn es in die dritte Liga geht, deswegen und gerade daheim will man natürlich die Punkte holen. Ja, aber auch Nürnberg hat zuletzt mal wieder hier und da Akzente setzen können. Sind sicherlich auch nicht nach Schalke gefahren, um hier Punkte abzugeben. Ich denke, wir werden ein munteres Spielchen sehen. Ich hoffe auf ein spannendes. Wir werden sehen. Und liebe Schalker, sollte es heute nicht klappen, dann könnt ihr euch beim Dortmunder Schnappi bedanken. Ich sehe den Hate schon in den Kommentaren. Ja, genau. Boah, wie riskant. Man spielt nie den Ball in die Mitte. Oh Gott, ey, wie schlecht. Oder es kommt gut. Ah, wichtig von Callas. Sehr wichtig. Oh. Und es war der letzte. Es war der letzte. Und die. Ja. Ja. Oi, und das in der achten Minute. Das in der achten Minute. Oi, 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 oi. Da muss natürlich jetzt umgestellt werden. Das versteht sich von selbst. Ja, das ist natürlich wild. Könnte jetzt natürlich gut kommen. Für. Warte mal. Will? Ja, nee, passt ja sogar. Kann man machen. Schauen wir mal. So. Hä? Schön, dass der einfach schon ausführt, obwohl ich noch gar nicht gedrückt habe. Ja, ich hab's jetzt auch nicht verstanden. So. Ah, oh, direkt vor auf den Mann. So.
Tja, das war natürlich jetzt heftig für Nürnberg. 80 Minuten lang. In Unterzahl, Mohr. Und Mohr hätte da direkt schon den Nutznießer rausgezogen. Boah. Nach. Da pfeift er schon wieder. Was haben wir jetzt? Karte. Ja. Von davor. Ja, ich weiß. Hat die Rotte voll auf Rot? Ja. Schon wieder, oder was? Ja, alter Mann, gehen Sie mal wieder in die zweite Reihe zurück, ja? Wow! Boah! Schalke, Mensch! Geht der denn hin? Sobi. Was denn für ein Name, ey? Sobi mit der Flanke. Und der kommt! Und der sitzt. Karama. Der sitzt. Sehr, sehr schön. Schöner Kopfball. Keine Chance. Gegen die Lauf. Ach nee, da stand ja. Ich muss schon sagen, gegen die Laufrichtung. Schön hochgestiegen. Kann das mal wieder ein Sieg werden für die Schalker? Man weiß es nicht. Ach komm. Über außen. Es wird halt alles. Ach, schon wieder gelb. Ja, hopp, Simon, verpiss dich, Mensch, gibt's ja wohl nicht. Der ist jetzt bei jeder Karte dabei, raus! Ja, aber echt, Klaus, sehr gut. Ich bin zu weit vorgelegt. Ja, Nürnberg gibt sich auf jeden Fall nicht auf. Noch ist es nur ein Mann weniger. Alter! Alter Schwede! Weltklasse gehalten von Müller. Oh, jetzt aber nicht. Horn. Das gibt's doch nicht, Alter. Horn. Das ist doch zum Kotzen! Alter, das ist doch nicht normal, ey. Boah. Da sieht der ehemalige Lautrekeeper nicht so gut aus, aber der war auch gut geköpft. Ja, jetzt läuft wieder keiner mit. Eieiei. Ja, da kam direkt die Antwort. Doppelpack Karaman. Ei. Hin! Nachsetzen! Eieiei. Schön gemacht. Aber der Abschluss. Junge. Schlecht. Was denn jetzt schon wieder?
Ja. Nächste gelbe. Utsun. Jetzt wird aber hier gelbe Karten verteilt. Ja gut, das die war... Die wirst alle auswechseln müssen nachher. Oh ja, doch. Doch, da ging es schon auf die Knie. Ne? Ich finde ja, der hat es schwallen lassen, okay. Aber... Okay. Ja, na, das sagen sie alle. Ach komm. Ah, oh, sehr gut. Aus! Terodde! Oh, direkt auf den Mann. Och. Oh, nun bleib doch dran! Nein, doch denn... Kopie. Oh. Nein, oh, fuck. Okay. Doch. Nein. Ach, scheiße. Ach, das ist doch kacke. Direkt rot. Gelbrot, ja. Voilà. Ach, ärgerlich. Jetzt wird es wieder so. Wow. Ja. Da kann man aber nichts machen. Das ist. Aus, da hilft nur auswechseln. Bei den ganzen Gelben. Wenn man sicher gehen will. Das ist halt immer ein Risiko, ne? Oh Gott, wo ging der denn hin? Ah! Und jetzt habe ich ja gar niemand mehr in der... Jetzt wird es natürlich verdammt schwer, ne? Oh, bescheuert, ganz ehrlich, bescheuert. Bis jetzt noch, das sieht immer, ah, okay. Tja. Ja. Das wird nix. Das wird nix. Naja, sag niemals nie. Ja, aber mit zwei weniger, oh. Das ist schon. Das merkt man schon, ne? Die Frage ist nur, wie stellt sich Schalke an? Zu Hause. Zweimal mehr. Mensch, warum ging der denn nicht nochmal runter, ey? Alter. Alter. Ach ja, es ist... Jetzt aber.
Letzte Verwarnung. Ja, die Nürnberger, die kämpfen natürlich bis aufs Letzte. Ja. Kleiner Stolperer, da ist natürlich nichts. Och, abseits! Hä? Oh. Hier geht's ab. Hier geht's richtig ab. Faul. Hör doch einen Kicker auf mich, komm, halt doch die Fresse. War doch für mich Ball gespielt. Was sind denn hier für Aggressionen im Lande? Boah, jetzt nimm doch den Ball mit! Alter, ey, Schalke. Ihr seid zwei Mann mehr, Alter. Ihr seid zwei Mann mehr. Oh. Alter. Das kannst du keinem erzählen. So, Sloppy geht. Ah, nee, Soppy. Soppy geht, wo noch kommt. Jetzt aber mal. Reißt euch mal zusammen und macht das Ding jetzt fest. Das ist doch nicht wahr. Ans Lattenkreuz. Ey, ich flipp aus. Schalke. Hallo, ihr seid zwei Mann mehr. Habt ihr dort vergessen oder was? Oder habt ihr die zwei Mann in der Kabine verloren oder wie? Was ist denn das jetzt? Was ist denn jetzt? Was pfeift ich der denn nichts da jetzt nichts schon gemacht. Wieder? Ich war nicht schuld. Ja, ich ja auch nicht. Anscheinend aber doch. Anscheinend pfeift das für euch. Alter, ich verstehe es nicht. Was ist denn das schon wieder für ein verrücktes Spiel hier? Ach, weg das Ding. Weg! So, wo sind die Schalker, wenn man sie braucht? Schönes Foul. Aber weiter. Oh, na. Ja. Da ist die Entscheidung. Terodde. Das ist ja auch mit zweimal mehr. Alles andere wird einen auch wundern. Ah, nein. Boah, das ist ja zu schwach gepasst. Ei. Ja. Der Mohr. Jetzt lassen wahrscheinlich auch die Kräfte nach bei Nürnberg. Und da gibt es nochmal einen Foul. Aber er nimmt den Vorteil mit. Oh, schön. Dann scheine ich mich ja wenigstens gut zu stellen mit dem Schalker-Fans. Oh Gott, was war das denn? Kaum sage ich es, mache ich einen Fehlpass. Oh, der kommt. Alter. Müller und schon wieder gelb. Ich weiß nicht, der Schiri, der hat hier die Karten still. Das ist ja unglaublich. Der haut ja die im Minutentakt raus. Ja, aber zu Recht. Muss man auch wieder rumzeigen. Ne? Schon. Oh, der kommt! Alter. Dann kommen wir mal Baumgartel auch noch mit rein hier. Die Nummer 20, Sebastian Andersson.
Naja. Ach Gott. Lass mal. Mit dem 5-2. Ja, es ist aber auch schwierig. Da, was will man da noch machen mit neun Mann, ne? Also. Ja, also ich meine, bei der zweiten roten Karte bin ich ja auch absolut d'accord mit, aber die erste, keine Ahnung, also ja, sicherlich Notbremse, bla bla bla, aber ach, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Da habe ich auch schon bei uns auch schon gelbe Karten gesehen. Gerade in so einem Ding hätte ich da vielleicht ein bisschen anders reagiert oder so. Na gut, mit den Schiedsrichtern, da haben wir ja nur keinen Einfluss. Mit die Pfeifen. Weil das macht dann so ein Spiel halt komplett kaputt. Wo vielleicht ganz spannend gewesen wäre, aber jetzt ist ja halt einfach nur noch. Ja, aber da können wir ja mal die Zuschauer drüber diskutieren lassen. Wäre das denn eine rote gewesen oder nicht? Was ist denn die Meinung der Zuschauer? Und da ist mal wieder nicht. Ja, ach, Notbremse, um Gottes Willen, ja, klar, aber keine Ahnung. Ich finde es schwierig. Ich finde es einfach schwierig, wäre wahrscheinlich ein geiles Spiel geworden und jetzt ist wieder so kacke zerfahren halt wieder. Ja. Weil wenn er, da hat ja auch letztendlich jedes Ding gepfiffen. Ich meine, klar, es waren auch einige Dinger, wo man auf jeden Fall geben kann, aber letztendlich guckt er an, was er, da hat ja gefühlt, hat jeder jetzt eine gelbe Karte bei mir bekommen, irgendwo, ja, keine Ahnung. Wir haben andere Dinger gehabt, da wird gar nichts gepfiffen und hier auf einmal, hier wird so ziemlich alles gepfiffen. Kann ich nicht nachvollziehen, wie da die Einstellungen sind. Ja. Also die Schiedsrichter pfeifen natürlich auch alle unterschiedlich. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Haben wir alle unterschiedliche. Ja, aber mir kommt das Gefühl so vor, als pfeifen von 5 Schiedsrichtern 4 gar nichts und einer pfeift dann alles. Ja. Also zumindest kommt einem das hier jetzt besonders so vor, ja. Weil der pfeift hier echt viel. 3 Minuten Nachspielzeit. Karaman mit seinem Hattrick. Und das. Nee. Schade. Hätte mir echt jetzt gewünscht, jetzt nochmal gerade zur Topspiel, von Streichzeit nochmal ein schönes, spannendes, geiles Spiel, aber das. Leider Gottes. Ist es nicht geworden, weil ich denke, es wäre sicherlich ein schöner Schlagabtausch gewesen, aber naja, so ist das halt. Kann nichts machen. Wir können es auch nochmal machen. Nee, wir lassen es dabei. Ja, ich habe da auch dementsprechend wenig zu sagen oder so. Es ist, wie es ist. Was will man machen letztendlich? Wenn dann 2 Leute vom Platz gestellt sind, da hast du großartig nicht mehr den Zugriff, den du gerne hättest und so weiter. Schade. Ja, wie gesagt, schade. Echt schade. Ja gut, wir haben es ja im Spiel schon analysiert. Das ist halt auch schwierig. Ne? Also ja. Das stimmt. Schiedsrichterleistung hin und her, das war natürlich. Gottes Willen, wie gesagt, normalerweise, ja. Ich habe mir schon was gedacht, wie das am Anfang war, aber da denkst du dann schon, ach komm, es war jetzt auch nicht, dass ich direkt
vom Strafraum geflext habe oder sowas, waren ja schon noch ein paar Meter. Vielleicht lässt er da aufgrund von der Spielzeit, dass er sagt, komm hier, gelbe Karte, aber das nächste Mal bist du weg vom Fenster. Absolut okay. Ja, ja. Und so weiter in dem Moment. Normalerweise, wie gesagt, ich gebe es zu, ja, war eine Notbremse, ist normalerweise auch definitiv klar rot. Aber wie gesagt, ich sehe es dann eher nochmal so, wenn er halt noch ein bisschen näher dran gewesen wäre. Ich habe mich ja nicht wirklich vom Strafraum weggeflext oder sowas. Ich weiß, ist jetzt nochmal meine Wahrnehmung jetzt gerade. Kann auch, vielleicht habe ich es auch nochmal anders gesehen oder so. Okay, keine Ahnung. Die andere rote Karte, definitiv, brauchen wir gar nicht drüber reden. Er war ja schon gelb verwarnt, wenn man so umflext. Ganz klar. Die geht absolut klar. Wow, so ist es halt, mein Gott. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich würde mir ganz gerne wünschen für das nächste EAFC, dass man, wenn so eine Notbremsen sind, dass man das auch mal bitte auflöst. Dass man auch mal sieht, war das wirklich der letzte Mann? Also man sieht es ja meistens nicht wirklich. Es wird nie aufgelöst. Abseits wird ja auch teilweise gar nicht mehr aufgelöst. Mhm. Sowas würde ich mir ganz gerne mal wünschen, dass man das wenigstens noch mal sieht, ob das denn auch wirklich rot ist oder abseits. Oder so. Also ich weiß definitiv, wir haben schon bei so ähnlichen Situationen, wo nur gelb gezeigt worden ist, definitiv. Von daher, also weiß man auch, dass es auch anders geht oder sowas. Aber es ist jetzt nur meine Wahrnehmung jetzt gerade. Vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal sehe, denke ich mir vielleicht, okay, nee, geht gar. Ja, mal schauen. In diesem Sinne, lasst gerne mal eure Meinung da. Und dann sehen wir mal. Bis zur nächsten Prognose, ne? In diesem Sinne, reingehauen und wiederschauen. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.